Gartenschau 2026 vor dem Aus. Und zwar hat eine Schusswaffe mit einem FKK-Club zu tun. Suchte Woche 43. In einem FKK-Club in Nürnberg wurde eine Frau von einer anderen Frau bedroht mit einer Schusswaffe. Aktuell sind die Hintergründe der Tat noch unklar. Vor dem Gebäude wurde die 36-Jährige mit Verletzungen gefunden und festgenommen. Sie wurde mit einem Dolmetscher vernommen. Sie steht unter dem Verdacht, eine schwere Körperverletzung begangen zu haben. Hintergründe sind aktuell noch nicht bekannt. Die Landesgartenschau 2026 in Schweinfurt wurde abgesagt. Da hat der OB Sebastian Remmele bei einer Pressekonferenz gesagt. Und dafür ist die gestiegenen Kosten von Corona und der Inflation und der Krieg. Das Gelände soll trotzdem ausgebaut werden durch Grünfläche. Das Gebäude soll eine Veranstaltungshalle werden. Für irgendeinen Zombie. Egal. Und dann bleiben sie immer herein. Wir spielen nicht alleine. Ich glaube, ich brauche eine neue Unterhose. Wow! Ja, wir einmal mal. Weihnachten haben wir aber noch nicht. Auftrag gleich aufgedeckt. Nein. Die haben wieder die Auswahl. A, B oder C. Ist der irgendwo betrunken? Nein. Das streamt es gerade. Oh, Holz, was ich dir eigentlich geben wollte, im Schneegebiet ist. So, und dann schaut sehr gerne in einer Woche in den Livestream vorbei. Ich würde mich sehr freuen und der Kollege Nico natürlich auch. Eine Woche ist es noch bis dahin. Und ich sag erstmal somit von diesen News, die ein bisschen heftig mal wieder waren, war heftig, sondern viel waren. Erstmal schöne Woche. Ich hoffe mal, ich würde nächste Woche nicht so voll werden und so kompliziert wie sonst immer. Aber habt eine schöne Woche noch. Und damit sage ich erstmal schönen Tag. Macht's gut. Bleibt gesund.